Der Hafen von Rotterdam und der Hafen von Duisburg planen eine Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff. Eine Machbarkeitsstudie soll die Potenziale dieser Kooperation untersuchen. Das Ziel ist, die Wasserstoffwirtschaft in der Region zu stärken. Beide Häfen spielen eine wichtige Rolle im europäischen Güterverkehr und wollen nun gemeinsam innovative Wege gehen. Die Studie soll Möglichkeiten aufzeigen, wie die Häfen ihre Infrastruktur für die Wasserstoffnutzung optimieren können. Die erste Wasserstoffpipeline zwischen dem Rotterdamer Hafen und Duisburg soll bis 2027 fertiggestellt sein.